Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Delivers the Moon. Ja, wir haben das letzte Mal hier die U-Bahn durch die Wand geschickt. Also die Monorail. Und jetzt können wir Richtung Reaktor. Ah. So, ein bisschen vorsichtig hier runter. Unser Helium 3 ist auch angekommen. Ob wir das da drüben reinschubsen müssen? Ja, ich schätze mal schon, aber was nützt uns das? Ob das auch die letzte Zelle ist, die gerade noch fehlt, um abzuheben? Den Reaktor können wir jetzt wieder aktivieren. Ich schätze mal, wir müssen hier mal uns beeilen, dass wir hier rauskommen. Sollte man hier die Tür nicht zumachen? Okay, wir müssen also gucken, dass wir im Schatten bleiben, glaube ich. Kann das sein? Da war was falsch. Gott. Schön im Schatten bleiben. Gut, dann erstmal warten, bis es uns besser geht. Wo ist hier der Ausgang?
Na, supi. No oxygen. Oh oh. Wo müssen wir denn jetzt hin? Erstmal aufladen. Hier stehen bleiben. Oh, jetzt müssen wir es da drüben aufschweißen auch noch. Au. Na, supi. An welcher Stelle müssen wir das nochmal versuchen? Oh, nö. Wer baut denn sowas? Ah ja, zum Glück. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir das jetzt schaffen sollen. Ist dazwischen drin vielleicht mal eine größere Lücke? Glaub nicht. Ah, wir können es von hier aus bedienen. Noch mal ein bisschen Sauerstoff. Eine Prise Perrier. Oh, High Voltage. Was kommt als nächstes? Muss man da drüber hüpfen? Jetzt hier rüber. Ah, gut. Eieieiei. Leute, das ist doch nicht euer Ernst hier, oder? Refill. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Oh oh. Aua. Okay, muss man hier irgendein Muster abwarten? Hier in der Mitte weiter? Nee. Ah, jetzt muss man auf die Dinger, die hier rausfahren, auch noch.
Sieht alles sehr safe aus. NPT Overload. System Integrity at 60%. Releasing Reserves. NPT Overloading. NPT Overloading. NPT Overloading. NPT Overloading. Oh, wir haben uns wieder verletzt. NPT Overload. System Integrity at 50%. Alarm NPT to resume transmission and relieve pressure. Oh oh. Ja, wir sind schwer verletzt. Der Filter ist ja schon cool hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo wir hin müssen. Können wir jetzt irgendwie auf die Erde schießen? Oh, ich fürchte fast, es ist das Ende hier. Wir beamen die Energie zurück und sterben in diesem Sessel. Eieieiei. Tja, das mit dem A und D funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo die Erde sein soll. Ich hätte vielleicht vorher aus dem Fenster gucken sollen. Ich glaube, das werde ich gerade versagen. Ja. Mist. Also, wir sehen uns gleich wieder an der gleichen Stelle. Ach, da hätten wir so ein bisschen erkennen können, wo wir hin müssen. NPT Overload. System Integrity at 30%. Der zieht einfach weg. Ah. Established.
Hier ist Isaac lang gegangen. Können wir nach unserer Schwester schauen? Sarah Baker. Ach, Sarah Baker. Die andere, die er erstochen hat. Hat es anscheinend doch noch überlebt. Ah, ich fürchte, für uns war es das jetzt. Daisy wird übergeben an Sarah. Vestia 3 to ground control. We found them. Errungenschaft freigeschalten. Uns den Mond zurückgegeben. Tja. Es war also ein One-Way-Ticket. Aber wir haben Energie mit der Erde wiederherstellen können.
Zumindest für eine Zeit lang ist zumindest mal Helium 3 im Reaktor. Wie lange das hält, wissen wir nicht. Alles haben wir wohl nicht gefunden. Und alle Transmissions konnten wir uns nicht anschauen. Wohl ein paar Sachen übersehen. Tja, ein trauriges Ende. Insgesamt war das doch auch aber ein schön erzähltes Spiel. Nicht alle Mini-Missionen fand ich jetzt irgendwie super, die man hier machen musste. Aber so insgesamt war das doch gut erzählt. Und waren ein paar nette Aufgaben drin. Und die Rätsel waren größtenteils okay. Also wie gesagt, ein paar, naja. Die Hüpf- und Kletterpassagen haben sich ja zum Glück in Grenzen gehalten. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Ich lasse jetzt den Abspann noch laufen, den könnt ihr euch noch alleine anschauen. Ich verabschiede mich schon mal. Vielleicht sehen wir uns ja noch die Nachfolge an. Das machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle doch lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Anyone?